die letzten beiden Fragen. Bitte schön. Gibt es Situationen, wo man von seinen Sünden erzählen darf? Gibt es Situationen, wo man von seinen Sünden erzählen darf? Allgemein darf man nicht von seinen Sünden erzählen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Al-Bukhari: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun au illa al-mujahirin. Kilahuma sahih. Jedem wird in meiner Umma vergeben werden, außer denjenigen, die was? Wer sind die Mujahirin? Die öffentlich von ihren Sünden preisgeben. Und es gibt eine Erklärung jetzt in demselben Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es eine Person, den Allah azza wa jal nachts mit dem Schleier bedeckt hat, als er die Sünde gemacht hat. Daraufhin reißt er den Schleier von sich und geht zu den Leuten heraus und sagte: Gestern habe ich dieses und jenes gemacht. Schaut mal, subhanallah. Allah hat ihn bedeckt. Was hat er gemacht? Er hat die Bedeckung Allahs einfach hinter sich gebracht. Deswegen, man darf nicht von seinen vergangenen Sünden erzählen. Wallahu ta'ala ala wa ala.